Okay, ja. Nee, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr sagen, das ist ja schon ein paar Tage alt. Nee, herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Wir starten ins neue Jahr direkt mit einem neuen Format. Und zwar würden wir euch gerne unsere neue Show Tech Till Dawn vorstellen. Ganz genau. Ja, und in der Show geht es darum, dass wir uns unterhalten, so wie wir es eigentlich auch sonst tun, weil wir einfach technikbegeisterte Leute sind. Und zwar über technisch relevante und neue Themen. Zumindest unserer Meinung nach. Ob es auch eurer Meinung nach relevant ist, das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt mit Ja, dem ersten Thema. kurz vorhin vielleicht eine Sache, das ist jetzt so unser erster Versuch darin. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder sowas habt, lasst gerne Behaltet es Kommentare gerne für da. euch. Nein, lasst gerne Kommentare da. Wir wollen natürlich die Show noch so ein bisschen anpassen mit der Zeit und sind da sehr offen für Verbesserungsvorschläge und ja, vergibt uns vielleicht den einen oder anderen Versprecher oder Fehler, denn wir versuchen das jetzt uncut so ja, rauszuhauen. Also fangen wir mal Genau. Und das erste Thema ist Huawei, wie auch immer man sie nennen mag. Auf jeden Fall der chinesische Handy-Großkonzern. Ach, vielleicht noch eine kleine Information, sorry, die mir gerade noch Fabrik, einfällt. unterbrech mich jetzt nicht direkt am Anfang. Die mir noch gerade einfällt. Kurz zum Aufbau der Show noch. Wir haben das so jetzt gemacht, dass wir uns selber circa 6 Themen ausgesucht haben. Jeder sechs Themen. Jeder 6 Themen ausgesucht hat, Genau. genau. Und das Ding dabei ist, der Dylan weiß meine Sachen nicht und ich weiß Dylans Sachen nicht. Das heißt, wir stellen uns die gegenseitig kurz vor und unterhalten uns dann einfach darüber, wie die Unterhaltung halt entsteht. Und Genau. ja, Also genau. Live-Reaction, Meinung wird direkt rausgehauen, ohne Vorbehalte. Genau. So, ja, wie gesagt, wir starten mit Huawei und da geht es direkt los mit dem eigenen Betriebssystem, das Huawei nun implementieren will. Das erzähle ich eigentlich dir und nicht den Zuschauern oder euch auch, aber dem Yannick. Genau. Also, Huawei will ein neues Betriebssystem rausbringen. Harmony OS und zwar aufgrund dessen, dass ja, die US-Regierung sich ja überlegt hat, Huawei rauszuschmeißen aus oder zu verbieten, Ja. dass sie Android benutzen dürfen. Und da mussten sich halt Alternativen überlegt werden. Und da hat man sich jetzt ein Betriebssystem namens Harmony OS überlegt. Ja, das soll quasi zur Abkapselung von Android dienen. Und wahrscheinlich sollen sogar schon dieses Jahr die ersten Smartphones mit dem Betriebssystem auf den Markt kommen. Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus sind ja auch chinesische Handyhersteller, aber die wollen auf jeden Fall erstmal noch bei Android bleiben. Und die haben ja auch in dem Sinne kein Problem mit der US-Regierung, weil die keine politische Motivierung haben, so wie das Huawei halt unterstellt wurde. Ja. Und ja, die halten aber quasi das Betriebssystem jetzt so, dass das quasi Open Source ist für alle chinesischen Hersteller. Also falls in Zukunft quasi noch ein Hersteller rausfliegen sollte und Android nicht mehr nutzen kann, könnten die im Ernstfall halt auch auf Harmony OS umsteigen. Na krass. Ja. Also du sagtest, dieses Jahr soll es noch rauskommen, oder was? Dieses Jahr sollen wahrscheinlich die ersten Smartphones mit dem Betriebssystem rauskommen. Und das ist halt komplett selber aufgebaut von Huawei. Also kein Bezug zu Android in dem Sinne. Das ist sehr spannend. Also ich finde das die Idee ziemlich cool, weil, also ich meine, was ist eine Idee? Die haben ja nicht wirklich eine andere Wahl aktuell, Nee. wenn die weiterhin im amerikanischen Markt irgendwie bleiben wollen. Wenn sie es jetzt nicht Open Source machen wollen würden, könnten sie es natürlich so ein bisschen machen wie Apple. So halt extra spezialisiert für auch deren Hardware. Wenn sie es jetzt Open Source machen, müssen sie natürlich gucken, dass sie das wieder ein bisschen offener lassen, wie Google das mit Android jetzt gemacht hatte. Ist natürlich dann die Frage, ob sie dann halt ein bisschen Potenzial auf der Strecke lassen. Aber für die breite Menge ist das natürlich dann ziemlich Ja. spannend, finde ich. Und wenn man sich einfach mal überlegt, wenn wirklich alle chinesischen Hersteller auf den Zug aufspringen würden und auch auf das Betriebssystem umsteigen würden, wäre es tatsächlich ziemlich ernstzunehmend Ja. als Konkurrenz Ja. zu Android. Denn wenn wir alle chinesischen Konzerne zusammennehmen, dann haben die über 50% der Marktanteile Ah, an echt krass. Smartphones mittlerweile. Was einen großen Anteil macht natürlich Xiaomi aus mit als drittgrößter Handyhersteller der Welt mittlerweile. Also da wird auf jeden Fall die Party abgehen, sag ich mal so. Da, wenn alle aufspringen würden, dann wäre es tatsächlich ziemlich krass.
momentan sieht es tatsächlich noch nicht so aus, weil, wie gesagt, die Oppo, Vivo und OnePlus und so weiter, die stellen halt wirklich nur Smartphones her. Mhm. Und die sind da gar nicht so involviert in dieses, in diesen Konflikt. Ja. Ja, aber wird sich zeigen, wie sich das, wenn das dann mal raus ist, wie das ankommt und sowas, wie die Performance und alles sein wird. Ja. Wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere noch kleine Hersteller vielleicht auch einfach von Anfang an sagen, ja, wir gehen jetzt nicht von Anfang an mit Android auf den Markt, sondern kommen vielleicht sogar direkt auch mit dem Betriebssystem auf den Markt. Ja. Und dann könnte das sehr spannend werden. Kommt natürlich auch im Endeffekt darauf an, wie die Performance letztendlich dann sein wird. Ne? Also wenn es gut läuft, warum nicht? Ne? Ich denke, wenn man ein chinesischer Hersteller ist, warum soll man nicht auf landeseigene Software im Endeffekt zurückgreifen? Ja. Ich bin gespannt. Und vor allem bin ich darauf gespannt, wie die neuen Geräte von Huawei selber damit laufen oder Huawei. Denn ich fand die Geräte bisher nie schlecht. Mhm. Also von der Hardware echt super, wenn die Software jetzt noch passt. Das stimmt. Das könnte wirklich sehr spannend werden. Also ja, lass uns das Jahr mal abwarten. Ob es wirklich dieses Jahr noch rauskommt, wird sich zeigen. Ich bin gespannt. Dann bleiben wir in China quasi. Mit DJI und zwar... Dein Thema. Mein Thema. Ich mache jetzt mit einem Thema von mir weiter. Ja, es gibt Spekulationen darüber, dass DJI jetzt eine eigene FPV-Drohne rausbringen will. Ich denke mal, mit FPV kannst du ja wahrscheinlich was anfangen. Ja. Die wollen ein eigenes FPV-System rausbringen. Die haben schon ein FPV-System in Klammern gesetzt, weil deren aktuelles FPV-System ist... eine Kamera mit der Antenne, dem benötigten Kabelzeugs und eine Videobrille, weil FPV-Drohnen fliegt man ja mit der Videobrille und nicht mit dem Smartphone in der Fernbedienung. Und dieses System von DJI kann man halt in seine eigenen FPV-Drohnen halt einbauen und das dann verwenden. So, und wenn jetzt, du sagst einbauen, kann man da selber drin rumschrauben dann? Oder? Ja, also du hast halt das kleine Kameramodul mit der. Ach, du meinst jetzt bei anderen FPV-Drohnen? Ja, ja, genau. Genau. Ja. Nicht bei der FPV-Drohne. Ich meine, das ist das aktuelle System, was wir schon haben. Mhm. Okay. So, und das wollen die jetzt, beziehungsweise sind die Spekulationen, wollen sie jetzt erweitern halt auch mit einer eigenen FPV-Drohne. Das dann in einem Set zusammen, also die Drohne, die VR-Brille, sage ich, nenne ich es jetzt mal, wobei es eigentlich ja kein VR ist, sondern eigentlich eher so eine Videobrille, die das Video überträgt und dann einem zugehörigen Controller, weil FPV muss natürlich extrem mit sehr geringer Zeitversetzung funktionieren, weil man sehr schnell reagieren muss. Ja, ich kann jetzt natürlich da auf deinem Bildschirm schon linsen und sehe den Controller. Der sieht ja richtig geil aus. Also der sieht aus wie ein Gamepad. Der sieht ein bisschen aus wie ein PlayStation-Controller oder so, genau. Das ist vielleicht dann erste Leute, die das verwenden, kommt der Controller vielleicht schon in der Hand ein bisschen bekannt vor. Wir versuchen euch hier oben ein bisschen was einzublenden. Dann könnt ihr die Bilder auch mal sehen. Auf jeden Fall, die ersten Gerüchte gab es Ende 2019 über diese Drohne. Und die Frage ist natürlich jetzt schon... wird es die Drohne alleine nur geben, weil die haben ja quasi schon die Videobrille auf dem Markt, oder wird es die nur in einem Set geben? Ja. Das Ding ist, das aktuelle Set mit dieser Videobrille ist schon ziemlich teuer. Ich weiß jetzt gerade nicht genau den Preis, aber wenn das halt dann, wenn man die Brille beispielsweise schon hat, dann will man ja nicht noch eine haben. Nee, möglich, also zwei kann ich nie ganz sehen. Möglich wäre es natürlich auch, dass sie eine neue Brille rausbringen, die dann was günstiger wird, weil sie in größerer Menge produziert wird oder, keine Ahnung, günstigere Materialien verwendet oder so. Um mal gerade auf das Design zurückzukommen. Ich weiß, du hast noch einige Punkte, die du ansprechen willst, aber das Design sieht echt krass aus. Also gerade dieses Bullige irgendwie, das erinnert mich an, ja, ich weiß gar nicht, an die Tierwelt vielleicht irgendwo. Wie so eine kleine Killerhornisse. Ja, der sieht schon... Sieht schon krass aus. Sehr krass aus. Hier ist auch noch ein anderes Bild. Kannst du mal sehen. Da sieht man es aus einer anderen Perspektive. Erinnert ein bisschen, ganz leicht, an die Inspire, finde ich. Hm. Die sah ja auch sehr beeindruckend aus. Die kenn ich beängstigend sogar, finde ich. Ja, die Frage ist natürlich, was wird die kosten? Also es gibt erste Gerüchte auf Facebook, die so sagen, dass das ganze System, also Brille, Controller, Drohne... um die $1,500 kosten könnte, was ja noch ein okayer Preis ist, wenn man bedenkt, dass die Brille und der Controller und sowas schon dabei ist. Und was ich aber sehr interessant finde,
sind die Spekulationen über die Spezifikation der Drohne. Dort wird nämlich darüber diskutiert, dass die Drohne eine Kamera haben soll, die 4K mit 60 FPS aufnehmen kann. Das muss natürlich eigentlich schon sein bei so einem Preis. Was aber auch interessant ist, ist die Höchstgeschwindigkeit, denn die Drohne soll bis zu 150 km/h schnell fliegen. Die fliegt schneller, als mein Auto fährt. Ich fliege demnächst mit der Drohne auf die Arbeit. Das ist natürlich ein krasser Unterschied zu den vorherigen Consumer-Drohnen. Ne? Okay. Aber das gut, bei FPV, wir hatten kurz einen Hänger, bei FPV-Drohnen ist es natürlich, da sieht man das häufiger, dass die Drohnen so schnell sind, aber 150 km/h. Ja, ich wollte sagen, 150 km/h ist schon doch sehr schnell. Ja, also so Racing-Drohnen kommen auch schon. Ja, also nur weil man sich vornimmt, dass man nicht cuttet, heißt das nicht, dass die Kamera sich das auch vornimmt, haben wir gerade gelernt. Ja. Tatsächlich ist der Akku leer gewesen. Ja, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, genau. Also wir waren bei der Geschwindigkeit stehen geblieben. Genau. Ich habe, glaube ich, gerade ganz ungläubig geguckt, dass die Drohne 150 km/h schafft. Und ja, ist das normal? Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Ja, ich glaube auch. Also bei FPV-Drohnen gibt es schon häufiger, dass die auch an die 150 km/h drankommen, vor allen Dingen bei den Racing-FPV-Drohnen. Okay. Aber dass hier von DJI kennt man es ja eher, dass die ja für die an die größere Menge rangehen wollen. Und da ist das schon ganz schön schnell. Also ich bin gespannt, ob es einen Anfängermodus gibt, weil wenn du mir eine Drohne mit 150 km/h in die Hand drückst, dann schießt dich den nächsten Fußgänger ab. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, dann wird es schnell keine Drohne mehr geben bei dir wahrscheinlich. Richtig, dann lande ich eher wahrscheinlich ein paar Jahre im Knast. Ja. Also es soll drei Flugmodi geben. Wenn man das jetzt aber von den anderen DJI-Drohnen erkennt, dann gab es halt den langsamen Modus, den mittelschnellen Modus und den schnellen Modus. Ja. Hier ist das auch denkbar, aber bei einer FPV-Drohne ist es vielleicht interessanter, dann auch so einen Anfängermodus zu haben, finde ich. Weil FPV-Drohnen sind nicht so leicht, also bei weitem nicht so leicht zu fliegen, wie das jetzt beispielsweise mit den vorherigen Drohnen von DJI ist. Mhm. Da ist es nämlich ein bisschen komplizierter, weil du normalerweise bei FPV-Drohnen keine Unterstützung hast. Das heißt, sobald du von dem Gas, sage ich jetzt mal, gehst, fällt die Drohne einfach vom Himmel. Dadurch kannst du aber halt auch viel coolere Manöver fliegen. Das wäre mir schlecht, wenn ich direkt vorne. Aber wir testen das ja dann mit deiner Drohne, wenn du dir eine holst. Ne? Ja, dann schießt ja nicht meine eigene. Das wäre schön. Was aber auch noch interessant ist, neben den drei Flugmodi soll die auch GPS haben und eine Return-to-Home-Funktion. Das ist sehr interessant, weil es gibt, soweit ich weiß, noch keine FPV-Drohne mit einem Return-to-Home-Funktion. Das heißt, wenn du die Verbindung verlierst bei einer normalen FPV-Drohne, wenn du die Verbindung verlierst, fällt sie halt wie ein Stein vom Himmel. Kommt nicht von alleine zurück. Kommt nicht von alleine zurück, ne. Und hier wird es jetzt halt so sein, dass sie, wenn die Verbindung verlierst, von alleine auch zurückfliegen kann, was schon ziemlich stark ist. Ja, krass. Also, so meine Meinung dazu ist auf jeden Fall sehr positiv. Ich würde gerne einsteigen in so einen FPV-Drohnenfliegen. Gut, der Preis wäre wahrscheinlich jetzt erstmal für mich auch tatsächlich ein bisschen hoch zum Einstieg. Aber so, wenn man da wirklich herangeführt würde, mit so einem Einsteigermodus oder so, ja, das könnte ich mir echt gut vorstellen. Also das finde ich echt gut. Das wäre sehr, sehr interessant, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das nächste Thema und bleiben auch schon direkt bei Drohnen. Ah, geht direkt mit deinem Lieblingsthema geht weiter. Geht direkt mit Drohnen weiter, genau. Und zwar gibt es Gerüchte darüber, dass Sony jetzt auch seine eigene Drohne rausbringen möchte. Steuerbar mit PS5-Controller? Wer weiß. Ich vermute nicht, weil so eine Bluetooth-Verbindung ist das ja, glaube ich, bei dem Controller. Ne? Ja, wahrscheinlich wird's nicht so. Vermutlich nicht ausreichen, um da die Reichweite zu erlangen, die man gerne hätte. Auf jeden Fall das Projekt, was Sony ins Leben gerufen hat, beziehungsweise im November 2020 vorgestellt hat, nennt sich Airpeak und dort handelt es sich auch wirklich erstmal nur um ein Projekt. Also es gibt noch keine speziell benannten Produkte, die jetzt erscheinen sollen. Das ist erstmal nur ein Projekt. Jetzt ist halt die Frage, Skydio und DJI haben natürlich schon einen krassen Vorsprung. Ich glaube, der Marktanteil ist nicht so ganz zu vernachlässigen. Den muss man auch erstmal wieder einholen. Wenn man jetzt aber allerdings an Unternehmen wie Sony denkt, ist natürlich jetzt kein kleines, zu vernachlässigendes Unternehmen. Die Ressourcen sind also, da, denke genau, ich. Genau, die meine. Werden schon ganz große Ressourcen haben und wenn die das so groß ankündigen, denke ich auch, dass sie da vermutlich ordentlich abliefern können.
Also es wird gesagt, dass sie im Frühling 2021 das Projekt genauer vorstellen wollen. Sie haben jetzt erstmal nur einen 15-Sekunden-Trailer auf YouTube hochgeladen, okay, wo man aber wirklich nicht viel sehen kann. Also es ist wirklich nur so ein kleiner Propeller, der sich kurz dreht. Da lässt sich eine Drohne vermuten. Und genaueres soll im Frühling dieses Jahres verraten werden von Sony. Da bleibt es also erstmal spannend. Und es wurde schon gesagt von Sony, dass das dieses Projekt nicht nur für Professionelle, also es soll für Fotografen Produkte kommen und auch für Unternehmen, und es soll viel aus der Kategorie AI kommen. Das finde ich ziemlich interessant. Also die Drohnen denken mit. Genau, ja, genau. Also es ist ja eigentlich heutzutage, vor allen Dingen, wenn man sich Skydio ansieht, da ist natürlich auch sehr viel AI verbaut. Genau, und da will Sony natürlich auch in diese Richtung gehen. Und dadurch, dass sie halt mehrere Kategorien, also Fotografen und Unternehmen abdecken möchte, kann man auch gut vermuten, dass die nicht nur mit einer Drohne um die Ecke kommen, sondern vielleicht direkt mit mehreren Drohnen für verschiedene Kategorien. Ganze Flotte. Genau. Was ich interessant dabei finde, ist, du weißt ja auch, Sony baut halt eigene Kameras. Und wenn sie da jetzt ordentlich gute Kameras in so eine Drohne noch mit reinbringen, das könnte vor allen Dingen für Fotografen ziemlich spannend werden. Das klingt interessant, auf jeden Fall. Wenn du sagst, sie gehen eher so in Richtung Firmen dann und Unternehmen, dann werden wahrscheinlich auch ziemlich teure Modelle dabei sein, die wahrscheinlich einiges an Features und Leistungen haben. Das könnte sein, genau. Denke ich mal. Ja. Aber das, echt interessant. Ja, also bleibt natürlich jetzt noch abzuwarten, wann dann wirklich die erste Drohne erscheinen wird. Hm. Ja. Und dann geht's mit einem Thema weiter, was ich hier am Handgelenk habe, und zwar mit Uhren. Allerdings keine Automatikuhr, sondern eine Smartwatch von OnePlus. Ja, OnePlus bin ich ein bisschen voreingenommen, denn ich bin schon seit Jahren OnePlus-Nutzer und begeistert von dem Unternehmen an sich. Ja, die machen aber auch tatsächlich sehr, sehr starke Smartphones, muss ich auch sagen. Ja, der Meinung bin ich auch, und ich wäre auch nicht abgeneigt tatsächlich, wo ich das gehört habe, dass ich mir so eine Uhr zulegen würde. Die ersten Bilder der Uhr wurden jetzt geleakt, die können wir euch ja mal einblenden. Ich wechsle mal gerade auf die Seite. Ich rutsche mal ein Stück rüber, damit ich es auch sehen kann. Ja. Genau. Oder du neigst dein Tablet ein wenig. Ich drehe es mal zu dir rüber. Haben wir hier das Design. Ja, sieht sehr schön aus. Der Uhren sieht erstmal ganz schick aus. Allerdings wurde schon gesagt, dass sich das wahrscheinlich sehr an den Uhren des Schwesterkonzerns, beziehungsweise des Schwesterunternehmens orientieren soll. Nämlich an der Oppo Watch RX. Mhm. Oppo ist ja in enger Zusammenarbeit quasi mit OnePlus schon seit Jahren. Also die tauschen stehen im regen Austausch untereinander in Beziehung auf die Technik und auch auf das Design von verschiedenen Produkten. Ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm, wenn sich die Sachen jetzt ähneln würden. Es wurde allerdings gesagt, könnte unter Umständen sein, dass es auch so eine genaue Abkupferung ist. Okay. Gut, muss man dann für sich erörtern. Als Betriebssystem soll das Google OS dienen. Wirklich? Ja. Ja, das ist cool. Das wurde bisher cool, zumindest offiziell so vorgestellt. Mhm. Jetzt hat man allerdings bei den ersten Leaks gesehen, dass es doch ein wenig anders aussieht. Also okay, es ist unklar, ob jetzt ein eigenes Betriebssystem für die Uhr kommt oder ob wirklich Google zum Einsatz kommt. Ich denke, das werden wir dann spätestens im Frühjahr 2021 sehen, denn die Uhr soll jetzt im Frühjahr tatsächlich schon erscheinen. Ach krass, auch wieder so. So zeitnah, das ist sehr spannend. Also erwartet uns auf jeden Fall ein spannendes Jahr jetzt schon. Also ich kann sagen, technisch gesehen ist das ja wirklich der Knaller. Also was alles so passieren soll, ich glaube, da darf man gespannt sein. Ja, wirklich. Also ich finde, das Design spricht mich persönlich sehr an, weil es ist sehr schlicht. Ja, finde ich auch. Ich hatte bis jetzt nur Smartwatches von Fossil selber. Was ich da was mir jetzt auf den ersten Blick bei den Uhren ein bisschen fehlen würde, ist die Krone, die man drehen konnte bei den Fossil-Uhren. Das fand ich sehr, für die Bedienung fand ich das sehr angenehm, dass man so hoch und runter scrollen kann, ohne das ständig auf diesem kleinen Bildschirm rumtatschen zu müssen. Ja. Das sieht man jetzt auf den Bildern nicht. Ist halt die Frage, vielleicht haben sie ja sowas zur Seite, wo man so touchmäßig dran vorbei sliden könnte. Das werden jetzt wird sich zeigen, genau, werden Spekulationen, aber wäre sehr spannend, und ich fände es auch ziemlich cool, wenn die tatsächlich das von Google, das Betriebssystem nutzen würden, weil ich das persönlich schon ziemlich gut finde. Und das wird das vielleicht auch nochmal ein bisschen vorantreiben, dass Google da nochmal ein bisschen mehr Grips noch reinstecken würde und das nochmal weiterentwickelt, weil was man auf jeden Fall sagen muss, so in Richtung Android-Smartwatches,
Da gibt es noch leider nicht so viel gute Auswahlen, finde ich. Und ich muss auch ehrlich eingestehen, dass ich da im Moment immer noch, beziehungsweise immer noch, dass ich im Moment auf der Seite von Apple bin. Ja, genau. Also smartwatch-technisch sind die echt... Da sind die noch Meilen voraus. Gut dabei. Ja, das muss man echt sagen. Und da wird es langsam mal Zeit, dass Android und auch andere Hersteller da mal ein bisschen aufschließen und da mal ein bisschen mithalten zu können. Ja. Wie gesagt, kein konkreter Termin. Frühjahr 2021 wird gesagt. Wir dürfen gespannt sein. Ja. Ich glaube, du bist am Zug. Ich bin am Zug. Ja, laut meinen Aufzeichnungen wolltest du eigentlich was über Flugzeuge reden, nach den FPV-Drohnen, aber... Okay, dann kommen wir gleich zu den Flugzeugen, glaube ich. Dann haben wir uns jetzt gerade woanders entschieden. Ihr dürft gespannt auf Flugzeuge warten. Dann habe ich noch eine andere Sache. Und zwar das Ranking des reichsten Manns der Welt hat sich geändert. Also zumindest laut dem Ranking der... Sekunde. Ranking der Bloomberg, also des Bloomberg-Rankings. Und zwar ist der neue reichste Mann der Welt nun Elon Musk. Der hat jetzt, soll jetzt den Amazon-Chef Jeff Bezos überholt haben. Boah. Seit neuestem. Okay. Das liegt natürlich im großen Teil daran, dass die Tesla-Aktie im Jahr 2020, also letztes Jahr, ordentlich abgeliefert hat. Also die ist echt krass in die Höhe gestiegen. Im Gesamtjahr hatten die einen Kursgewinn von 740%, was nicht gerade wenig ist. Da denkt man sich immer so, hätte ich mal besser eingekauft. Hättest du mal besser eingekauft, genau. Ja, und aktuell soll laut Bloomberg Elon Musk deswegen knapp 1,5 Milliarden US-Dollar über Jeff Bezos liegen und damit ein Insgesamtvermögen von 188,5 Milliarden US-Dollar haben. Ist schon, da kann man sich schon das ein oder andere Flugzeug mitkaufen, wenn man will. Oder die eine oder andere Drohne. Genau, aber was man natürlich dazu sagen muss, ist, das Vermögen der beiden, also Jeff Bezos und Elon Musk, ist sehr stark an den Unternehmenserfolg gebunden, weil deren Vermögen hat natürlich auch viel mit den Aktien zu tun. Wenn jetzt Tesla wieder extrem abrauschen sollte, dann sieht das Ranking schon wieder komplett anders aus. Kann sich schnell wieder ändern. Genau, und Jeff Bezos hatte beispielsweise, war an der Spitze seit Oktober 2017 und wurde dann jetzt neuerdings vom Thron gestoßen. Nicht ganz überraschend für mich tatsächlich, aber es hat sich ja schon länger angekündigt, glaube ich, dass sich da was tut. Und jetzt ist es soweit. Genau. Ja, ich meine, Elon Musk ist natürlich auch in sehr vielen Bereichen tätig, ne? Also was Raketen angeht, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, was jetzt hier Tesla angeht oder auch mit den Chips, die ins Gehirn verpflanzt werden sollen. Also da werden wir noch einige Dinge in naher Zukunft wahrscheinlich noch sehen von dem werten Herr Musk. Alles klar. Tja, und dann kommen wir zum Thema, was uns alle was angeht tatsächlich. Und zwar die Netflix-Preise werden erhöht oder wurden erhöht in den USA. Ob es tatsächlich auch in Deutschland so weit kommen wird, stellt sich noch heraus. Hoffentlich nicht. Ich hoffe auch. Ich denke, das betrifft tatsächlich viele Leute. Ja, in den USA wurden die erhöht von $16 auf $17,99, also gut $2 in dem Premium-Tarif. Standard auch um $1 und der Basistarif ist tatsächlich wieder mal gleich geblieben, wie es auch zuletzt in Deutschland der Fall war. Krass, okay. Ja, Netflix begründet das einfach darin, dass sie ein größeres Angebot schaffen wollen an TV-Serien und Filmen. Noch größer, dann kann ich mich gar nicht mehr entscheiden. Ich wollte gerade sagen. Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten. Ich verbringe jetzt schon meistens die meiste Zeit auf Netflix damit zu entscheiden, was ich jetzt tatsächlich gucken möchte. Erstmal so zwei Stunden entscheiden und dann kann man nochmal zwei Stunden, Film gucken. Oder anderthalb Stunden, richtig. Ja, ob die Preise auch in Deutschland steigen, ist noch nicht bekannt. Allerdings war es beim letzten Mal 2019 auch so, dass im Januar in den USA angezogen wurde und im April sind wir hier nachgezogen. Mhm. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass sich in den nächsten Monaten noch was tut. Oh je, aber was ich interessant finde, ist die Begründung, weil du sagtest ja, dass die Basisversion beim gleichen Preis vermutlich, also in den USA bleibt, aber da ist ja die Filmauswahl ja keine kleinere. Ja, dahingehend ist es natürlich ein Rätsel. Genau. Netflix sagt als Statement einfach nur, dass wirklich neue TV- und Filmshows oder Filme angeboten werden sollen. Und dass für jeden ja was dabei wäre. Jeder könnte nach seinem Budget entscheiden, welchen Tarif oder welchen Tarif er nehmen möchte. Naja, gut. Ob das so schön für uns alle sein wird, ich denke nicht. Man wird sehen. Dann bin ich wieder dran, ne? Richtig. Mit meinem nächsten Thema. Und das nächste Thema hat die schöne Überschrift, wie ich sie jetzt nennen würde,
tanzende Roboter. Ich gehe mal stark davon aus, du hast das Video auch schon gesehen. Ich habe das Video natürlich schon gesehen. Ich mach mal den Ton aus, damit konntest du mir nicht vorhin hören. Genau. Ich mach mal den Ton aus, damit wir hier wegen der Musik keine Copyright-Probleme bekommen. Aber ja, ich denke mal, du hast ja auch die Boston Dynamics die letzten Jahre auch noch weiter verfolgt. Ja. Und was die manchmal für Videos raushauen, letztes Jahr war es, glaube ich, der Spot, also der kleine Roboterhund. Der Hund, genau. Genau. Der ist ja auch in dem Video, glaube ich, dabei sogar. Ne? Genau, der tanzt ja auch mit. Oder dieser menschenähnliche Roboter, da hatten sie, meine ich, letztes Jahr oder davor das Jahr sogar schon auch neue Videos rausgebracht, wie der Salty schlägt und sonstige akrobatische Aktivitäten vollführt. Also das ist schon ziemlich beeindruckend und ein bisschen beängstigend, finde ich. Ich wollte es gerade sagen, also ich finde es mittlerweile echt ein bisschen creepy, was da so abgeht. Also ja. Wenn ich mir überlege, dass mir so ein Roboter tanzend irgendwie über den Weg läuft, ich glaube, ich würde auch laufen und zwar in die andere Richtung. Allerdings, also diese Bewegungen sind mittlerweile einfach so extrem flüssig, dass es, also das ist wirklich schon fast menschenähnlich, was die da machen. Ich muss gerade noch eins dazu sagen. Ich habe tatsächlich beim ersten Mal gedacht, dass es animiert wäre. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Wirklich animiert aus, das Video. Also ich dachte, oh, da haben sie sich einen schönen Scherz erlaubt. Ja. Haben irgendwie CGI-Budget gehabt und haben da irgendwas animiert. Aber man echt meinen. Ist tatsächlich echt. Vor allen Dingen, wie synchron die beiden Roboter im Hintergrund tanzen. Das ist schon, das ist Wahnsinn. Das ist, also das kann man sich kaum vorstellen. Das ist wirklich beeindruckend. Und ja, ich denke mal, Boston Dynamics entwickelt die Roboter aber natürlich nicht weiter, um irgendwelche Tanzshows vorzuführen. Ich denke nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie die Einsatzgebiete später für so Roboter werden. Definitiv. Könnte. Also der Hund soll ja in so Baustellen und sowas eingesetzt werden, um da Sachen, Gebäude abzuscannen von innen oder sonstige Sachen. Okay. Diese menschenähnlichen Roboter ist die Frage, werden die im Krankenhaus für die Pflege eingesetzt oder können die später irgendwann mal Pakete ausliefern und uns begegnet wirklich mal so ein Roboter auf der Straße und läuft da einfach so her. Der DHL-Roboter. Genau, also das wird schon echt spannend. Ich bin wirklich gespannt, wo die ihre Einsatzmöglichkeiten so finden und wo wir die Boston Dynamics-Roboter noch in Zukunft so alles sehen können, in was für Situationen. Ich denke, wir dürfen gespannt bleiben. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu den lieben Flugzeugen. Und ja, wenn man Flugzeuge hört, denkt man wahrscheinlich nicht in erster Linie an Amazon. Aber in dem Falle schon. Denkt da vielleicht erstmal an fliegende Drohnen, wenn sie mit Drohnen auch richtig ausliefern wollten. Ja. Aber es geht tatsächlich um Amazon Air. Und zwar hat Amazon jetzt erstmalig eigene Flugzeuge gekauft für den Paketversand. Krass. Und FedEx hat anscheinend auch die Verträge schon auslaufen lassen. Oh. Das heißt, sie haben ein Statement abgegeben, dass sie Amazon jetzt als Konkurrent ab jetzt ansehen und nicht mehr als Kunde. Oh, das ist krass. Und das heißt, Amazon kann da wirklich von sich behaupten, dass sie da wirklich in den Markt eingestiegen sind jetzt. Ja, also ich finde es generell spannend. Also ich denke, sie haben genug eigene Aufträge von Amazon selber, die sie liefern können. Also ich auch von aus, ne? Ja. Wie viele Pakete da jeden Tag verschickt werden. Ja, das ist schon heftig. Allerdings habe ich mir gedacht, ob es tatsächlich auch eine Möglichkeit gibt, dass sie für andere Unternehmen arbeiten. Also quasi den wirklichen Job von FedEx auch übernehmen, ne? Teilweise vielleicht. Oder wirklich konkurrenzfähig zu ihnen sind mit einer eigenen Flugzeugflotte. Wäre nicht undenkbar. Wäre nicht undenkbar, auf jeden Fall. Wenn Kapazitäten in so einem Flugzeug frei sind, dann wird Amazon nicht Nein sagen, wenn da irgendwer seine Pakete mitschicken will. Vor allen Dingen können sie damit wieder Geld sparen, wenn da mal wirklich Platz ist, wie du sagtest. Und wie man ja Amazon auch so kennt durch die wenn man die gesamte Geschichte von Amazon kennt, die haben ja quasi mit Büchern nur angefangen, machen immer mehr und verkaufen jetzt quasi alles. Flugzeuge sind da nicht abwegig. Genau, Flugzeuge sind da nicht abwegig. Da ist nicht mehr viel bis zur Weltherrschaft von Amazon. aber wirklich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass du, wie du sagtest, auch dann andere sondern Anbieter wie DHL oder was weiß ich was alles, schon auch noch teilweise vom Markt verdrängen können, wenn die nicht aufpassen. Weil die Macht von Amazon ist natürlich schon echt extrem groß. Also mittlerweile schon erschreckend groß, tatsächlich, ja. Wirklich. Ja. Fertig mit deinen Flugzeugen. Ich bin fertig mit meinen Flugzeugen, du darfst mit deinen Raketen starten. Gut, dann starte ich mal mit meinen Raketen, wir bleiben also in der Luft. Auf Twitter hat Elon Musk, der ist ja bekannt, Sachen auf Twitter einfach mal so nebensächlich zu erwähnen, hat er jetzt auf einen Post von jemandem auf Twitter geantwortet. Dieser jemand hat ein kurzes Video eingestellt,
das können wir vielleicht auch nochmal zeigen, wo er die neueste Rakete, mit der zum Mond oder eher zum Mars auch geflogen werden soll, also dem Starship. Mhm. Die besteht aus zwei Teilen, einmal dem Starship oben, diesen Teil, wo die Leute oder das Gepäck, nenne ich es, sage ich jetzt mal, rein soll. Die Leute sind das Gepäck oder das Gepäck der Leute? Sowohl das auch. Okay. Wo das alles reingepackt werden soll. Und dann muss unten noch so ein ziemlich großer Booster, also der Super Heavy Booster. So groß ungefähr? So ungefähr, wenn sogar noch größer. Ja, so ein bisschen größer vielleicht. Genau, also der muss natürlich noch unten dran, um den oberen Teil erstmal ins Weltall zu buxieren. Und SpaceX ist natürlich dafür bekannt, ihre Raketen auch wieder zu landen. So, das gleiche Ziel verfolgen die jetzt auch mit den neuesten Raketen. Das Interessante dabei ist jetzt aber, es soll nicht nur ein Teil, wie aktuell bei der Falcon 9 gelandet werden, also nicht nur der Booster. Ja. Bei der Falcon 9 landet ja nur der Booster, der Rest verglüht in der Atmosphäre wieder. Sondern es soll sowohl der Booster als auch der Super Heavy, als auch der Starship-Teil, so, soll gelandet werden. Wer das Internet letzte Zeit oder die letzten Wochen, Monate ein bisschen verfolgt hat, hat vielleicht schon mal gesehen, dass die ersten Testflüge mit dem Starship bereits schon begonnen haben. Also es gab da kleinere Sprünge von ein paar hunderten Metern, die auch gut geklappt haben. Also die Rakete ist in die Luft gestiegen, dort ein bisschen geschwebt und wieder gelandet. Dann gab es einen 15-Kilometer-Test. Der hat leider nicht so gut funktioniert, weil leider einer der Booster, die unten, also der Triebwerke, hat leider versagt kurz vor der Landung. Sonst hätte alles geklappt. Also es sah, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Es sieht extrem beeindruckend aus, wie genau die einfach diese Rakete landen können. Leider ist, wie gesagt, das Triebwerk kurz vorher gescheitert und deswegen kam es zu einer Explosion. Kleine Explosion. Genau. Ganz und klein. Das Interessante ist, der Super Heavy Booster, der soll nicht so gelandet werden. Okay. Und zwar hat Elon Musk nämlich auf Twitter gesagt, dass die versuchen wollen, mit einem Roboterarm an der Startrampe oder beziehungsweise dem Starttower diesen riesigen Booster, der mehrere 70, 80 Meter oder sowas hoch ist, vielleicht nicht ganz so viel, aber schon ziemlich hoch, so um den Dreh, der soll von einem Roboterarm aufgefangen werden. Also Baseball für Roboterarme oder... Genau, und jetzt so, stellt man sich das vor, okay. So mehrere 60, 70 Meter hoher, mehrere Tonnen schwerer Turm fällt einfach aus dem Himmel und muss kurz vorher abbremsen und soll dann von einem Roboterarm noch aufgefangen werden, damit er nicht auf den Boden kracht. Also da muss schon echt extrem viel Präzision am Werk sein, damit das so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Wenn ich solche Sachen höre, dann denke ich mir immer, ob Elon Musk sich das in seinem Kopf so denkt und das einfach so raushaut oder ob da auch mit Ingenieuren geredet wurde. Das ist die Frage. Oder erst nachher. Erstmal sagen und dann können wir nachher noch gucken. Wir kriegen das schon irgendwie, schaffen wir das schon. Wir haben Wahnsinn. Was die bis jetzt alles geschafft haben. Aber der Vorteil dadurch ist natürlich, die können sich bei dem Super Heavy Booster die Landebeine können sie sich sparen und dadurch wieder ein bisschen Gewicht einsparen, was dann nachher bedeutet, sie können mehr Treibstoff an Bord nehmen und wieder mehr Gewicht mit ins All bringen. Also das ist natürlich, was alles noch mit da dran hängt. Aber und die ganze Chose ist natürlich auch mega kostensparend. Ne? Ich meine, keiner arbeitet, glaube ich, in dem Sektor so kostensparend wie SpaceX. Ne? Genau, das stimmt. Ja, also von SpaceX können wir ebenfalls noch sehr viel in der Zukunft ich denke auch. Erwarten, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, was für Ideen Elon Musk einfach hat. Also der denkt nicht, ich glaube, in seinen Gedanken gibt es eigentlich keine Grenzen. Also er denkt sich was aus und macht es halt einfach. Und es funktioniert in großen Teilen auch. Also wir bleiben sehr gespannt. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann berichten wir natürlich davon. Ja, und von dem einen Großkonzern mit Raketen zum anderen Großkonzern mit Autos. Da denkt man wahrscheinlich jetzt auch nicht direkt an Apple, aber die Gerüchteküche steht nicht still. Denn Apple hat sich mit Hyundai getroffen und hat erste Gespräche geführt. Ist anscheinend laut Statement in Verhandlungen mit mehreren Firmen und zwar über die Entwicklung eines autonom fahrenden Autos von Apple. Apple Car. Okay. Interessant. Offiziell ging es auch um Batterietechnologie bei dem Treffen mit Hyundai. Allerdings kann man schwer davon ausgehen, dass es wirklich auch konkret schon um autonomes Fahren ging oder beziehungsweise um die Entwicklung eines Fahrzeuges mit autonomem Fahren. Und ja, damit würde sich Apple in direkte Konkurrenz zu Tesla tatsächlich begeben. Mhm. Und
Die Hyundai-Aktie ist tatsächlich auch direkt um 24% im Spitzenwert gestiegen nach diesem nicht Gespräch. Schlecht. Das heißt, da dürfte tatsächlich auch unter Insidern schon ein bisschen was dahinter stecken. Also nicht nur leere Behauptungen oder Gerüchte oder so. Ja, dann ich denke, da dürfte was abgehen. Ja. Hoffen wir mal, wenn ein Auto rauskommt, dass man sich da nicht das Lenkrad noch extra dazu kaufen muss oder sonstige Accessories. Ich wusste, dass so ein Spruch von dir kommen muss. Oder ich könnte mir auch vorstellen, die Ladesäulen, die haben dann einfach so ein sehr überdimensionales Lightning-Kabel, was man in das Auto stecken muss, weil die wollen ja auch unbedingt bei ihren Lightning-Kabels bleiben. Ja. Apple, das kennen wir ja von denen. Was ich aber da interessant finde, nochmal auf Elon Musk zurückzukommen, da hatte ich vor kurzer Zeit auch einen Artikel gelesen, dass als Tesla noch nicht so groß war, haben die den Kauf abgelehnt. Genau, hat Apple den Kauf abgelehnt. Ich wollte es gerade erzählen. Erzählen. Du darfst gerne weitermachen. Sorry, dann erzähl du, ich will dir nicht deinen Artikel klauen. Also, du weißt es natürlich schon, ich erzähle es euch dann in dem Fall. Vor einigen Jahren hat tatsächlich Apple den Kauf von Tesla abgelehnt. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, war doof. War dezent doof, kann man so ausdrücken oder muss man tatsächlich so ausdrücken, glaube ich. Und jetzt haben sie anscheinend doch erkannt, dass das Ganze Zukunft hat. Und ja, wie gesagt, haben jetzt die Verhandlungen aufgenommen. Ja, ja gut, die Frage ist natürlich auch immer, wie stände Tesla jetzt da, wenn Apple sie damals gekauft hätte? Wären sie dann auch so erfolgreich gewesen oder liegt das auch an der Führung von Elon Musk? Also das ist natürlich alles Spekulation. Aber Scherz beiseite, ich glaube, Apple hat da schon großes Potenzial, weil die sind natürlich softwaremäßig, sind die schon ziemlich weit vorne dabei. Ja. Hardware, was Autos angeht, kennen sie sich natürlich nicht aus, aber da haben sie natürlich gute Hilfe mit Hyundai. Da kann man sich auch mal einen guten Rad einkaufen. Also genau, das ist ich denke so. Mal, da wird, wenn sie da was machen wollen, ich denke mal, Apple wird da schon großes Potenzial haben, auch dann ein gutes Auto, was sich irgendwie schon trotzdem immer noch komisch anhört von dem Auto von Apple. Richtig. Aber gut, wir werden sehen, was dabei rumkommt und wie teuer das vor allen Dingen auch sein wird. Das ist die Frage. Vor allem, weil Hyundai wirklich nicht als Luxusmarke bekannt ist. Ja. Momentan. Also, die bauen gute Autos, ich bin selber Fan, aber sie sind ja sehr preiswert, sag ich mal, momentan. Und Apple entsteht da so ein bisschen im... Wir sind eher so auf der anderen Seite. Im Gegensatz, ne? Genau. So, bleiben wir bei Apple. Und zwar gibt es eine neue App, mit der man tatsächlich Apple-Produkte nun auch von Android bedienen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob das für dich so interessant ist. Es wurde ja gerade schon angedeutet, vielleicht nicht. Allerdings muss ich wirklich sagen, meine Freundin hat ja auch alles an Apple, was es so gibt. Außer den HomePod, den haben wir momentan noch nicht. Ich bin ja auch eher auf der Android-Seite, wenn man das so sagen darf. Ich will da keine starke Grenze ziehen. Ich finde, auch Apple hat seine Argumente und ganz klar kann ich jeden verstehen, der auf jeden Fall Apple-Produkte kauft. Gerade auch den HomePod Mini, der jetzt rausgekommen ist, finde ich super interessant. Ich habe einige Tests schon gesehen und einige Artikel gelesen und der soll für die Größe wirklich einen super Sound liefern. Und wie gesagt, die Kopplung war allerdings bisher tatsächlich nur mit Apple-Produkten möglich, was ich einfach schade finde. Wie man es ja kennt, häufig auch von Apple. Leider ist es immer noch so, tatsächlich. Allerdings macht dem Ganzen eine App jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß nicht, ob es mit Apple abgestimmt ist oder ob man da eine Abstimmung für braucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt die App Air Music und die ermöglicht tatsächlich das Streamen von Android-Geräten auf unter anderem iOS-Geräte. Also man kann alle Geräte damit ansteuern. Die App funktioniert mit Sonos, die funktioniert mit allen möglichen Smart-Geräten, auch mit Apple TV sogar. Ne? Okay. Also alle Apple-Geräte, die irgendwie Airstream benutzen. Kostet tatsächlich 3,99 €. Also, da hat uns die Kamera das zweite Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mehr als eine halbe Stunde Zeit gönnt sie uns nicht und hat sich anscheinend mittlerweile gelangweilt. Genau, also wie gesagt, wir ist jetzt das erste Mal, dass wir dieses Format machen. Wenn das allgemein zu lang ist, wir versuchen das, können natürlich in Zukunft einfach gucken, dass wir weniger Artikel nehmen. Wir testen uns da einfach mal ein bisschen aus und passen auch im Laufe der Zeit auch an, sodass dann die Kamera auch dann zufrieden sein wird, hoffentlich. Richtig. Ja, wie gesagt, also Air Music, coole App, wenn man in einem Multigerätehaus oder Apple-Android-Gerätehaushalt lebt, in dem beides vorhanden ist, dass man auch wirklich untereinander bedienen kann. Ja, auf jeden Fall. Aber du sagtest jetzt nur Stream, also ich kann quasi nur meine Musik dann davon abspielen, kann aber jetzt keine
ich weiß nicht, ob Sachen, aber gut, die kann man ja auch so mit dem Dreck verwenden, ne? Ja, wenn man Dreck anspricht. Genau. Okay. Und ich weiß nicht, ob dir Apple Airstream bekannt ist. Also das ist quasi das, womit Apple die ganze Musik oder so an die verschiedenen Geräte überträgt. Mhm. Das wird dadurch einfach abgedeckt. Ah, ja, okay. Also in dem Sinne. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee, genau. Finde ich. Aber die App deckt, wie gesagt, auch andere Sachen ab. Chromecast zum Beispiel auch. Ah, krass. Ja. Also kannst du die einmal kaufen, kannst für alles das alles bedienen. Ja, das ist natürlich ziemlich praktisch, das ja. Muss man sagen. Alles in einer App anstatt. An der Stelle, das ist keine Werbung, habe ich selber recherchiert und ich finde die App einfach cool. Ja. Punkt. Ende. So, ja. Dann haben wir jetzt noch ein Thema, was die Gamer unter euch interessieren dürfte, und zwar die PS5. Viel Frustration war mit dem Thema im letzten Jahr verbunden. Auch in diesem Jahr sieht es bisher tatsächlich nicht besser aus. Ich bin selber einer derjenigen, die leer ausgegangen ist. Ich wollte mir unbedingt eine PS5 kaufen und mir wurde die Möglichkeit verwehrt. Woran auch immer es gelegen mag, ja, und ist alles uncut hier. Ja. Auch die Versprecher sind inklusive. Ja, dieses Jahr wurde allerdings eine Ankündigung gemacht, beziehungsweise die Gerüchteküche brodelt ganz, ganz stark. Und zwar, dass im Januar jetzt neue Geräte in den Verkauf gehen. Und dass Sony tatsächlich 16 bis 18 Millionen Geräte für dieses Jahr eingeplant hat an Produktion. Und das hört sich erstmal viel an, ja. Das ist schon eine ganze Reihe. Wenn man das vergleicht mit den Verkaufszahlen der letzten Jahre, dann dürfte das durchaus den Bedarf oder beziehungsweise die Nachfrage einigermaßen abdecken. Das wäre auf jeden Fall schön, weil man hört so ein bisschen Wut in deiner Stimme gerade eben am Anfang, aber gut, lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, ich wurde halt einfach zu viel gebeutelt letztes Jahr. Ich habe keine Grafikkarte bekommen, ich habe keine PlayStation bekommen. Ich bin einfach komplett leer ausgegangen und sitz zu Hause und spiele mit der PS4. Ja, gut. Ich will der PS4 keine Kompetenz absprechen. Also, ja. Mir macht immer noch Spaß, aber ich hätte gerne schon, PS5 gehabt. Ist schon echt frustrierend letztes Jahr gewesen, wenn man irgendwie neue Geräte haben wollte oder kaufen wollte und man konnte es einfach nicht, weil so viele Leute irgendwie Bots verwendet haben und die Sachen vorher schon kurzfristig einfach abzuzwacken von der Seite, bevor normal sterbliche Menschen die Möglichkeit hatten, normal was einzukaufen. Und das ist natürlich echt ärgerlich und da verstehe ich deinen Frust natürlich auf jeden Fall. Ja, und auch wenn ich Technikmensch bin, ich bin tatsächlich kein oder keiner, der einen Geldbaum zu Hause stehen hat oder so. Ne? Also es geht auch eigentlich ums Prinzip. Ich sehe es nicht ein, da irgendwie 200-400 Euro mehr zu bezahlen, als angesetzt sind. Und deswegen, ich kann euch allen nur raten, falls ihr eine PS5 kaufen wollt und da unbedingt hinterher seid, beißt in den sauren Apfel und wartet da noch ein bisschen einfach, bis neue Geräte kommen. Und geht nicht auf eBay und kauft von diesen, meiner Meinung nach, Kriminellen. Das darf man, glaube ich, so nicht sagen. Ist ja alles noch einigermaßen legal. Aber kauft keine überteuerten Geräte auf eBay. Ja, das sehe ich genauso. Dann für diejenigen, die es aber nicht mehr abwarten können, obwohl, ich meine, abwarten muss man so oder so. Ich glaube schon. Ne? Oder die keine PS5 mehr in naher Zukunft bekommen können. Oder wollen. Oder wollen. Das gibt es natürlich auch. Soll es auch geben. Soll diese es auch Leute. Geben, tatsächlich. Es gibt Gerüchte für eine Nintendo Switch Pro mit dem Codenamen Aula. Was dieser Codename soll, ich weiß es nicht. Erinnert mich ehrlich gesagt einfach an unsere Schulaula. Ja, so ein bisschen. Ne? Also es soll auf jeden Fall, es gibt die Gerüchte, dass Nintendo schon seit 1,5 bis 2 Jahren an einer neuen Konsole arbeitet. Also der Nintendo Switch Pro. Diese Gerüchte hat auch unter anderem einen Konsolenhacker mit dem Namen, ich versuche es richtig auszusprechen, Skyrus M, möglicherweise, soll diese Informationen aus der Switch-Firmware ausgelesen haben. Und auch Experten halt erwarten natürlich jetzt von Nintendo, dass sie nachlegen, nachdem Microsoft und Sony mit der PS5 und der Xbox, wie heißt die eigentlich? Xbox Series S. Okay, also und ihr seht, wir sind eher so die PlayStation-Fans. Da muss natürlich Nintendo jetzt auch ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Und es wird vermutet, dass dass diese Konsole mit einem OLED-Display rauskommen soll. Es soll, wie die Switch vorher auch, im Handheld-Modus bleiben, also dass man die Konsole auch mitnehmen kann. Was allerdings interessant ist, dass spekuliert wird, dass sie auch 4K können soll. Okay. Das Interessante, was ich daran aber finde, ist, dass dieser Chip, der die
der die Konsole für 4K befähigt, nicht schon in dem Handheld-Teil verbaut sein soll, sondern erst in dem neuen Stand, also wo man die Konsole nachher reinsteckt. Also quasi nur auf dem Fernseher ist 4K dann möglich. Genau, was ich auch ziemlich sinnvoll halte, weil der Bildschirm ist nicht besonders groß und auf so einem Bildschirm 4K zu haben, da sieht man mit dem menschlichen Auge nicht so viel Unterschied wie jetzt beispielsweise auf der Größe. Da reicht Full HD auf jeden Fall. Und da lohnt es sich nicht, auf dem Handheld dann die Batteriepower und die Leistung mit einbauen zu müssen in so einem kleinen Gerät, nur um dann 4K auf so einem kleinen Bildschirm spielen zu können. Also das macht keinen Sinn. Durchaus logischer Zug eigentlich. Deswegen finde ich es aber sehr, sehr interessant, dass es diese Gerüchte gibt. Und ich hoffe wirklich, dass Nintendo da auch ein bisschen nachliefert. Weil sonst könnte meiner Meinung nach vielleicht auch passieren, dass sie ein bisschen den Anschluss verlieren. Mhm. Wobei Nintendo das natürlich schon immer so ein bisschen hatte, was jetzt Leistung angeht. Da hingen sie immer ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, das kompensiert auch einfach den Nostalgiefaktor oder beziehungsweise auch die Spiele an sich, die da rausgebracht werden. Auf jeden Fall. Also für mich war noch nie entscheidend bei Nintendo, dass die Auflösung irgendwie die beste ist oder sonst irgendwas. Ja, und es gab natürlich auch immer irgendwo, kauft man sich jetzt die neue PlayStation oder die neue Xbox, aber es gab nie so die Spekulation, kaufe ich die neue PlayStation, die neue Xbox oder die neue Nintendo-Konsole. Das stimmt. Das ist häufig tatsächlich so, dass die Leute sich eine der beiden großen kaufen und häufig dann noch ein Nintendo zusätzlich dazu. Nintendo, ja. Deswegen finde ich es auf jeden Fall interessant, dass sie aber jetzt auch ein bisschen mit der Technik mitgehen und auch 4K dann für Bildschirm, also TVs einbringen wollen, weil 4K ist mittlerweile in jedem Fernseher. Du kannst, glaube ich, gar keine Full HD Fernseher mehr kaufen. Also ich habe zumindest keine im Laden bei Saturn und Mediamarkt sonst gesehen. Ja. Auf jeden Fall nicht in den entsprechenden Größen. Genau, deswegen finde ich es halt sehr, sehr spannend und bin gespannt, was da Nintendo noch in der Zukunft bringen wird. Gerade den OLED-Screen bei dem Handheld-Gerät finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Ja. Weil so starke Farben und Kontraste in so einem Handheld-Gerät verbunden mit so einer Auflösung, die einfach gut passt und vielleicht noch dem einen oder anderen AAA-Titel. Ja, das wäre richtig cool. Das fehlt ja auch manchmal so ein bisschen. Aber super, das super cool. Ich vermisse sowieso eine richtig, richtig gute Handheld-Konsole momentan. Ja, da hatten wir ja letztens schon mal drüber gesprochen. Ne? Also ich bin ja immer noch gespannt, ob Sony vielleicht irgendwie eine PlayStation Portable nochmal irgendwie anpackt oder so. Ja, weil das hat schon echt Spaß gemacht, mit den kleinen Konsolen auch mal unterwegs zu zocken oder sich einfach mal irgendwo anders hinzusetzen als auf die Couch und da zu zocken. Das ist schon ganz cool. Richtig. So, ich würde sagen, du bist durch, ich bin durch, wir sind durch. Genau. Das hat sich jetzt komisch angehört. wir hoffen, dieses neue Format hat euch gefallen. Einen kleinen Hintergrund vielleicht noch, wir können uns in Zukunft auch vorstellen, wir haben schon darüber geredet, ob wir nicht vielleicht einen Podcast anbieten, der quasi das Format hier darstellt, halt ohne Bild. Das heißt, dass wir den Podcast anbieten, indem wir einfach Technik besprechen. Ja. Technik-News erörtern zusammen, unsere Meinungen austauschen, einfach in dem Stil, in dem wir es heute auch in dem Video einfach gemacht haben. Ja, genau. Darum geht es im Endeffekt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie immer. Genau. Wenn es euch nicht gefallen hat, drückt nicht einfach einen Daumen runter. Schreibt uns, ihr dürft gerne einen Daumen runter drücken, wenn es euch wirklich nicht gefallen hat. Aber schreibt uns doch bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, weil das wird uns einfach weiterhelfen. Auf jeden Fall. Wir können uns nur verbessern, wenn wir Feedback kriegen. Und da sind wir auch nicht böse. Genau. Wenn wir wirklich konstruktive Kritik in dem Sinne auch dann erhalten. Ja. Wir versuchen jetzt einfach die Show immer ein bisschen weiterzuentwickeln. Das war jetzt unser erster Versuch quasi da drin. Also vergebt uns die kleinen Fehler mit der Kamera oder wenn der Ton noch nicht ganz stimmen sollte, werden wir sehen. Aber wie Dylan ja schon sagte, wir sind für Anregungen auf jeden Fall offen. Genau. Und versuchen das so mehr oder weniger regelmäßig dann auch rauszubringen. Ja, und das war's für heute. Genau. Mit Tech Till Dawn. Ja, also hell wird's gerade noch nicht, aber ich fühle mich auf jeden Fall so, als hätte ich bis zum Morgengrauen gesprochen. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ja, wir hoffen, wir sind nächstes Mal auch wieder dabei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.